Der Alltag ausgetrickst kommt heute vom Weihnachtsmarkt in Bären. Und zwar zeige ich den Leuten hier, wie man Kaffee perfekt recyceln kann. Wenn ihr mal schaut, was die dazu meinen. Hallo zusammen. Habt ihr kurze Zeit? Wir haben etwas Neues entwickelt mit Kaffee. Ich sehe, ich habe keinen Kaffee, aber wie man Kaffee recyceln kann. Könnt ihr daheim machen? Ja, mache ich daheim auch. Wir haben sonst einen neuen Kaffee entwickelt. Es geht, dass man 100% recyceln kann. Was, den Kaffee kann man recyceln? Ja, hast du nie gehört? Du kannst einmal Kaffee kaufen, dann hast du für das ganze Leben lang Kaffee. Aber du kannst immer wieder Kaffee-Rückgewinnung machen. Ja, ich habe Kaffee nicht gerne. Und du? Ich trinke aber gar nicht. Du trinkst schöner Schnaps. Ja. Es ist relativ einfach, was man braucht. Es ist so eine kleine Serviette und dann kann man die Kaffeebohnen recyceln. Achtung. Ja, da gibt es noch quasi die Bohnen zurück. Gibt es Bohnen draus? Praktisch nicht. Gell? Ist praktisch. Seht ihr, dann kann man auch quasi die Bohnen zurückgewinnen. Nein! Ist doch mal gut, oder nicht? Dann wird quasi uns Kaffee wird wieder Kaffeebohnen. Vor allem, das ist ein Kaffeebohnen. Was findest du dazu? Das war ein Trick. Man kauft ihn einmal und hat man das Leben lang Kaffee. War das etwas für alle zwei? Das ist doch eine Verarschung! Das ist eine Verarschung. Wir machen eine versteckte Kamera. Hey! Wir machen eine versteckte Kamera.